Leute, das haben wir auch zwei schon... Sachen. Erstens, hallo? Ihr seid... So, das Video wollten wir uns auch schon mega lange angucken. Ich finde es auch mega heftig eigentlich, dass Waspel ja anscheinend abgeht so ein bisschen. Junge, der geht ja gerade mega. Was ist denn da los, Alter? Er geht so ab und ich reagiere plötzlich drauf. Ja. Da sehen wir es wieder. Junge, was hat er denn für ein krasses Video gemacht? Ist es das oder was? Warum geht er denn gerade so ab? Ich finde das mega heftig, weil der hat sogar tatsächlich früher mal bei meinem Kanalzerstörer-Battle mitgemacht. Junge, seine Videos gehen ja einfach mal todes ab, Junge. Was ist das denn, ey? Krass, Alter, 300.000 Aufrufe, er macht nicht so viele Videos, nur eins die Woche, aber richtig heftig eigentlich. Finde ich aber voll heftig, weil Waspel hat im KKB mitgemacht, lustigerweise. Junge, da sah das Ganze noch so aus hier. Junge, es war sogar 2018, ach, hat er da mitgemacht? Hat er zwei? Vereinschlagen. Und das hier ist ja, ist auch todesleise einfach. Gleichzeitig die Zerstörung des Turniers. Sie etwa, und er es jetzt besser machen möchte. Naja, auf jeden Fall. Das war vor einem Jahr. Ja, aber hat der nicht früher schon mal mitgemacht? Oder war das das erste Mal? Ich weiß gar nicht, ey. Anscheinend hat er ja nur da mitgemacht. Okay, auf jeden Fall hat er aber mitgemacht gehabt. Und dann habe ich es, glaube ich, abgebrochen. Ich weiß gar nicht, was Leute, zwei ja, Sachen. Tonqualität auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Ihr seid bei dem letzten Video ja komplett eskaliert. So er liked einfach seine eigenen Videos. Ich check das nicht, Digga. Warum likest du dein eigenes Video so? Du lädst es doch nicht hoch, wenn dir das nicht gefällt, oder? Visionen und Tod und Verderben. Das Ding hat fast 80.000 Klicks und wir haben mittlerweile 28.000 Abos. 28.000. Ihr seid doch verrückt. Hey, ist das ein älteres Video? Zweitens, ein YouTuber, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. 28.6. Ja, vor einem Monat auch halt. Bekannt als Simon Dessous. Krass, da hat er einfach, ach, jetzt hat er 70.000, Alter. Oder Simon Dessous, das gefällt mir am besten, hat mein Video über ihn sperren lassen. Der Typ hat 4,36 Millionen Abos, wohnt in einem riesigen Haus in Dubai und hat einen Pool. Ich hab keinen Pool. Aber darum geht's gerade nicht. Der gute Simon ist zu seinem Netzwerk gerannt und hat ein bisschen Mimimi gemacht. So viel Mimimi, dass die mein Video haben runternehmen lassen. Ich bin nur ein Dulli mit 28.000 Abos, der ein paar Witze... Ja, ist ehrlich, ich finde das halt so heftig, wie schnell das einfach nach oben gehen kann. Du musst dir überlegen, das Video kam vor einem Monat und da hatte der 28.000 Abonnenten und jetzt hat er einfach 70.000. What the fuck, Alter? Internet macht. Ein ziemlich cooler Dulli, aber trotzdem. Nervig, anscheinend ja. Hat mein Video ihn aber so sehr getroffen, dass er diese Aktion... Ja, es ist halt auch noch dieser alte Minus-Blogger-Schnitt so ein bisschen, weißt du? Weiß ich nicht. Ist halt... Ganz ehrlich, Simon, ich wünsch dir... Ich meine, was ja gut ist, er hat halt relativ viele Charaktere, die sich halt schnell abwechseln so. Das ist halt in Ordnung. Ich weiß, ich fühle diesen Shit halt generell nicht so krass. Ist eine Taube so richtig schön in euren Pool? Das ist tatsächlich auch das erste Video von Waspel, was ich sehe, weil ich den so gar nicht auf dem Schirm habe tatsächlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Siehst du was jetzt als Teil der Minus-Blogger-Szene? Also, über Simon. Keine Ahnung, der ist halt irgendwie nicht mit drin, so, ne? Ich weiß gar nicht, ob irgendwer von uns überhaupt mit dem connected ist, um ehrlich zu sein. Jetzt ist Fatih Brate dran. Es wird echt nicht besser. Ich meine, er macht Minus-Blogs, eigentlich ist er in der Szene, ne? Aber er wird irgendwie halt nicht dazu gedingst. Fatih Brate ist ein junges Sternchen am Schmutz-Content-Himmel und treibt sich schon seit nunmehr 2 Jahren auf YouTube rum. Ich persönlich habe ja die Theorie, dass er das Kind hervorgegangen aus einer Affäre zwischen Miguel Pablo und Simon Dessous ist. Aber was weiß ich schon. Wenn man einen Blick auf seinen Kanal wirft, fallen einem zwei Sachen. Ja, es ist auch heftig, ne, wie viele Aufrufe der einfach mit seinen Videos macht, ey. Sachen auf. Zum einen rennt er einfach den Trends hinterher und macht das, was gerade gut ankommt. Und das nicht mal wirklich gut. Und zum anderen steckt in seinen Thumbnails mehr Innovation als in den eigentlichen Videos. Und trotzdem hat er fast 1 Million Abos. Ja, die ja geklaut sind, ne? Ich geh mal kurz weinen. Da gibt es zum Beispiel das Video Ich kaufe alles, was du zeichnest, welches er mit meinem Lieblings-YouTuber gedreht hat. Hello there. Das Bild kommt in dem Video nicht vor und die kaufen auch keinen Sportwagen. No shit, Sherlock. Halt die Klappe. Ein weiteres Meisterwerk wäre Ein Tag bestimmt 4-Jährige mein Leben. Ein Tag bestimmt 4-Jährige mein Leben, ah ja. Und wenn ich mir das so durchlese, hat die 4-Jährige auch seinen Titel geschrieben. Ja. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass der studiert? Die Welt ist ein trauriger Ort. Und dann hätten wir auch noch XXL Teddybär Prank an Nichte. Jo, Olli, gefällt das? Das wird mir wieder zu unheimlich. Ich gehe lieber mal. Ihr merkt schon, Fatih ist die Sorte Mensch, die man auch als intelligenzferne T-Shirt-Füllung bezeichnen könnte. Natürlich gibt es auch Fortnite-Videos auf seinem Kanal, aber die gucken wir uns heute nicht an. Oh. Das Bell-Delfin-Video war schon... So kann ich finde Minus-Blogger meistens so langweilig. Jeder hat irgendwie die gleiche Meinung oder eine bisschen andere, aber ist voll beschissen und dumme Meinung. Das sind die
auch gar nichts unterhalten. Ja, kommt immer drauf an. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ne? Die Meinungsblogger, also viele heben sich irgendwie untereinander nicht so krass halt ab. Da muss man halt schon sehr viel irgendwie mit Persönlichkeit und so weiter spielen, um halt hochzukommen. Ja, es muss einem halt gefallen oder nicht, ne? Also ich gucke mir auch, ich gucke mir sowas ja auch in meiner Freizeit halt hin und wieder mal gerne an. Also die Meinungsblogger-Szene ist jetzt ja auch nicht die aktivste, sind ja auch nur eine Handvoll Leute, aber ja, ich kann da schon relativ gut reingucken. Schon schlimm genug. Ich will nicht mehr. Also befassen wir uns heute mit der Bewegtbildproduktion 10 Euro Wellness versus 10.000 Euro Wellness Challenge. Weißt du, nach was das klingt? Nach was? Nach Scheiß. Yo, Leute, was geht ab? Yo, Leute. Liest der ab? Weiß der nicht, wie er heißt? Ich meine, wir sind hier im Internet. Mich überrascht gar nichts mehr. Vielleicht zieht er sich ja gleich aus und fängt an zu singen. Es ist alles möglich. Gut gemacht, Pascal. Alles klar, hast du wieder Albträume. Einer von uns wird einen richtig heftigen 10.000 Euro Wellness-Tag machen. Und der andere muss einen 10 Euro Wellness-Urlaub machen. Was ist eigentlich mit der Nase los? Warum ist Kinderschlagen nicht erlaubt? Ich meine, was? Wir haben auf unseren Reisen durch die Mülligkeit von YouTube schon so einige nervige Stimmen gehört. Seien es nun die Werbegesänge des Chaos Flo, das quälende Quietschen von Victoria Sarina oder auch die Sprecheinlagen der menschlichen Hundepfeife Epicstan. Aber Jeremy Pascal, ich hab keine Ahnung wie der heißt, bringt das Ganze auf ein ganz neues Level. Und das Level ist scheiße. Wer welchen Wellness-Tag machen will, Freunde, sagt uns jetzt die magische Miesmuschel. Darf ich vorstellen, Fatih Brate, YouTuber, Student, wie auch immer das sein kann, und professionelle Hexe. Aber er studiert halt einfach, das musst du dir echt mal überlegen, ey. Ich wette, der hat eine Kristallkugel. Die mache ich kaputt. Ja, Mann, ich hab den 10.000 Euro Wellness-Tag. Ja, die Videos sind halt auch immer gleich aufgebaut bei ihm, ne? Das ist auch so wack, Alter. Nein! Aber du darfst die Fresse haben! Wir beruhigen uns. Wir finden unsere innere Mitte. Ich hasse mein Leben. Ey, die App ist fake, Mann! Was ist das? Was ist das? Scheiß 10 Euro Wellness-Tag, Mann! Ja, du würdest sonst eh nur Fortnite spielen. Geh mal an die frische Luft. Real Talk. Sag der Woo. Richtige! Ey, ich bin alt. Ich darf das. Streams außerdem morgen, ist mein Fenster offen. Ich sollte echt mal wieder rausgehen. Aber da sind Menschen. Ja. Und ich würde sagen, Leute, lass uns das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Und was buche ich mir als eine beruhigende Stunde beim Yoga? Also Yoga. Das finde ich gut. So ein ruhiges Stündchen Yoga ist jetzt genau das, was ich brauche. Sonst drehe ich noch komplett durch. Vertraut mir. Als erstes entspannen wir unsere Gliedmaßen, strecken die Arme hoch, recken den Rücken und wieder zurück. Die Position. Oh, habe ich da ein Camel Toe gesehen, Digga? Also wir gucken mal hier. Wir gehen ruhig zurück, alles gut. Oh, Junge. Zurück. Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Die Position, in der ich gerade sitze, das ist der Lotus-Sitz. Hä, was reden Sie? Das ist doch ein ganz normaler Schneidersitz. So sitze ich jeden Tag. Ich will doch einfach nur eine ruhige Stunde Yoga machen und meinen Seelenfrieden wiederfinden. Das sage ich mir. Ich weiß nicht, aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so lustig. Also irgendwie fehlt mir da halt so ein bisschen der Inhalt irgendwie von dem Video. Ich weiß nicht, das ist so. Er hat halt relativ wenig gesagt eigentlich bisher dazu. Verdient. Lasst jetzt alles Negative raus. Oh. Dankeschön. Ehre, Digga. Guckt euch das an, Alter. Geil. Was für ein wunderschönes Abendbrotessen. Die Gurken sind einfach ausgeschnitten, aber da natürlich viel Dings in der Vitamine ist, habe ich auch noch den Rand. Dankeschön, Ehre. Alle mal Kerze an, Chef Gina. Oder einen Löffel könnt ihr auch posten. Den Löffel wieder. Okay. Warum gibt es euch? Ha, mir geht's jetzt tatsächlich besser. Leute, da heute der 10 Euro Wellness-Tag ist, habe ich beschlossen, heute zum Friseur zu gehen. Und jetzt geht's mir wieder schlecht. Yay. Hallo, alles klar? Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich sehe ehrlich gesagt halt nicht so wirklich den Sinn halt in diesem Video. So, weil er sagt jetzt, guck mal, ich meine, da kam jetzt halt, da wurde dieser Junge gezeigt. Und dann sagt er einfach, ja, jetzt geht's ja wieder schlecht. So, keine Ahnung, das ist halt
Kein Inhalt, nichts. Und das geht eigentlich die ganze Zeit schon so, dass er da nicht wirklich irgendwas zu sagt. Ja, ich werde mein Haar. Er wird selbst in der Schule gemobbt. Traurigerweise wird er wahrscheinlich in der Schule für diese Videos gefeiert. Oh mein Gott. Ich weiß genau, was wir da mit deinen Haaren machen. Oh mein Gott, wie sage ich das denn jetzt nett? Wenn dein Schauspiel ein Gemälde wäre, wäre das Gemälde scheiße. Ich kann's nicht netter sagen. Ich hab's probiert. Hey, aber warte mal, ne? Ich will keine Extras, ich will nur meine Seiten kurz. Vertrau mir einfach, das wird mega aussehen. Das klingt nicht vertrauenswürdig. Das klingt sowas von nicht vertrauenswürdig. Wir sollten dem Jungen wahrscheinlich helfen, aber nein. Bist du bereit? Ja. Jetzt kommt's. Tada! Hat er sich echt für das Video die Haare färben lassen, Mann? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, was man kann sich ja auch generell darüber lustig machen. Also, er muss jetzt ja kein klassischer Meinungsblogger sein und alles irgendwie gegenargumentieren oder so. Aber ich meine, ich finde jetzt auch die Jokes, die er quasi macht, halt einfach unlustig so. Also, was heißt unlustig, sondern halt eher unnötig so. Also, er macht ja nicht mal wirklich Jokes. Das ist halt so dieses, das ist gar nichts gegen ihn, aber das ist so dieses Unterste, was du machen kannst, zu sagen, also keine Ahnung, zum Beispiel irgendwer sagt was und sagst so, oh, wie doof war das denn jetzt, was du gesagt hast, weißt du, da ist halt kein Inhalt, keine Tiefe in den Jokes oder sonst irgendwas, sondern er hat jetzt eigentlich das ganze Video gesagt, oh, mir geht's wieder schlecht, oh, was für ein Scheiß, oh, das kann ich mir nicht geben und der ist erfolgreich, so, da fehlt mir halt irgendwie so dieser tiefere Sinn, so, dass man wirklich einen Joke, sage ich mal, sowas hat, also wirklich, wo ich jetzt denke, ja, genau deswegen gucke ich Wasbills Videos. Ja, er könnte halt genauso drauf reacten, so, das würde keinen Unterschied machen. Ha! Dafür hat sich das Video gelohnt! Ich kann zwar nie wieder ruhig schlafen, aber der Anblick war das wert. Manchmal frage ich mich, wofür ich das eigentlich mache. Der Abräumer auf der Straße! Der letzte Schrei! Du wirst Maßstäbe setzen! Seht ihr diesen verzweifelten Blick? Ich glaube, der versucht sich das selber mehr schön zu reden als unserem Jeremy Pascal hier. Der ist... Ja, Digga, du weißt schon, dass das ein geskriptetes Video ist, oder? Der hat dem die Haare nicht wirklich so gemacht. Absolut traumatisiert. Aber es kann ja auch nicht jeder so eine tolle Frisur haben wie ich. Das können nur Freudentränen sein. Ich finde das wirklich gut. Weinende Kinder machen mich glücklich. Ich meine, was? Du hast mein Leben ruiniert, Mann, was ist das? Du fängst ein neues Leben an, ein viel besseres Leben. Junge, was für ein neues, besseres Leben, Mann, mein Leben war perfekt und guck dir mal meine Haare an. Es ist so traurig. Kann Jeremy Pascal je wieder glücklich werden und wird er zurück in sein perfektes Leben als Grundstüfler mit Quietschstimme finden? Wir sind gespannt. Hat wer ein Taschentuch? Wenn dein Leben perfekt wäre, wärst du gar nicht hingekommen. Also, ja, wo er recht hat, hat er recht. Da kann man nicht viel gegen sagen. Nachdem das mit dem Yoga nicht so gut geklappt hat, Freunde, bin ich jetzt in einem richtig heftigen Hotel, Leute. Und was ist das Beste in einem Hotel, Leute? In das City Leute? Hotel. Das ist ja heftig. Natürlich eine richtig heftige Massage. Dieser Blick gefällt mir gar nicht. Was hat er vor? Oh, außerdem bekomme ich so langsam das Gefühl, dass das mit den 10.000 Euro nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Solange er nicht gleich von Belle Delphine höchstpersönlich massiert wird, wird das nicht so teuer werden. Vor allem eigentlich ist das ja auch schon Clickbait. So, weißt du, der eine da hier, wie heißt dieser Kollege von Simex, hat seine Partnerschaft verloren wegen so komischen Sachen. Aber bei Fatih Brat ist es halt wieder in Ordnung. Also sind ja halt offensichtlich keine 10.000 Euro so. Aber hey, man kann es ja trotzdem in seinen Titel schreiben, weil... Klicks. Hallo, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Genau, also wie gesagt, ich wollte eine Massage haben. Sie wissen schon, einmassieren. Der Blick gefällt mir immer noch nicht. So langsam kriege ich Angst. Okay, Leute, ich bekomme jetzt offiziell meine Massagefreunde und das von einem Mädchen. Okay, das Ganze wird also ein Erwachsenenfilmchen. Ich wollte gerade sowieso gehen. Bitte helft mir. Fatih ist gar nicht da drin. Fatih ist in einem anderen Raum. Hä, hey, was? Fatih ist nicht mehr da drin? Komm, Fatih ist hier. Hä, hier? Fatih ist hier drin. Mit der würde ich aber auch in den Raum gehen, Alter. Da, siehst du den? Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Erst lenkt Fatih das Video in eine absolut nicht jugendfreie Richtung und jetzt kidnappt dieser nervige Gartenzwerg auch nicht. Ich verstehe das halt auch nicht. Okay, dann wird die halt von dem Mädchen massiert. So, ja, okay, und weiter. Ist das jetzt krass? Ist das 10.000 Euro wert oder was? Die Masseurin. Das hört sich wirklich illegal an. Hilfe. Ey, Leute, ich hab den einfach eingesperrt. Das war eine die.
Bitte steck den Typen in eine Schule. Das Eiswürfel, was ist das? Nein, Fati, du olle Intelligenzgrätsche. Das ist ein magischer Kristall. Ein antikes Relikt, um welches sich tausende Mythen und Legenden ranken. Ein magisches Objekt mit beinahe unendlicher Macht. Und weißt du, was ich damit mache? Den schiebe ich dir an deinen Scheiß ab! Bitte was? Ja, ich weiß nicht, Digga. Also ich freue mich halt für Waspel auf jeden Fall, dass bei ihm läuft. So, weil ich kenne ihn ja quasi so ein bisschen, weißt du, und das freut er natürlich, wenn so Leute, die halt irgendwann mal bei dem Turnier mitgemacht haben, halt schon so einen Mini-Hype, sag ich mal, finde ich schon sehr cool. Aber das Video ist halt absolut langweilig so. Also es ist auch gar nichts gegen Waspel jetzt oder so, aber ich weiß nicht, also du machst dich halt auf so einer Ebene lustig, Digga, das Skript schreibe ich dir halt in 5 Minuten so. Weil, also der hat ja nicht mal krasse Jokes, sagt ja nur, oh, das ist ja voll doof, was sie da machen. Und oh, das ist ja gar kein Eiswürfel. So, keine Ahnung, ich finde ja, sowas kann man ja auch bringen, aber da muss man das irgendwie auch lustig oder humorvoll halt, das ist genau das gleiche, aber egal, verpacken. Ja.